Vor allem, wo muss ich denn jetzt hin? Achso, wenn ich bin da durch die Decke gefallen, kann das sein? Weil da hinten waren die Decken aufgestellt. Genau, ich bin... Genau da muss ich hin, glaube ich. Genau da geht die Blutspur weiter. Hier sind überall so viele Betten, wo ich mich verstecken kann. Das macht mich etwas nervös. Wenn ich gleich wieder Panik, dass wir von irgendjemandem abhauen müssen. Und zwar nicht nur von so einem kleinen, also ne, von so einem normalen Viech, sondern von einem richtigen. So, ein Dokument. Ich lese nochmal ganz kurz. Was? Du hast mir einen Rosengarten versprochen. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik, 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Ja. Bin ich mir ja gar nicht. Das war doch jetzt kein Ding, oder? Das war doch kein Donner oder sowas. Das waren doch Schritte. Ich hab's doch genau gehört. Das waren doch Schritte, oder nicht? Alter, das Spiel... Ich werde total paranoid durch das Spiel. Das waren doch Schritte. Schnell mal Batterien wechseln. Bei so dunklen Räumen mag ich das immer gerne, wenn die Batterien voll sind. Für den Fall der Fälle. Ist hier noch mehr Blut? Ich weiß es gar nicht. Das heißt, ja, folge dem Blut, aber ich habe keine Ahnung, wo hier Blut ist. Offenbar nicht, weil hier ist nichts. Okay, Was? Alter. Ich lauf mal da lang, weil da lief der Flug der Geist lang. Ich glaube, das war der Wallrider schon wieder, ne? Ich weiß übrigens gerade nicht, ob ich nach links oder nach rechts muss. Ich sehe nämlich auch kein Blut hier. Aber ich sehe eine Leiche. Das ist jetzt die Frage, wo ich hin muss, weil ich möchte jetzt halt... Das Nachtsichtding ist extrem geil. Hier sind schon wieder so viele Betten, wo ich mich verstecken kann. Ich bin ein bisschen angespannt gerade, weil ich nicht weiß, was mich hier gerade gleich erwartet. Vor allem, ich sehe hier keine Pfeile und nichts. Das heißt, doch, okay, da ist der Pfeil, da muss ich lang. Jetzt mal Sekunde. Alter, der stapft einfach auch, ne? Weißt du, diesen Irrenanstalt wird verfolgt, alles muss sich leise verhalten und stapft halt wie ein Irrer einfach. Das ist unglaublich. Achso, da geht's auch lang. Lie. Lüge. Okay, also irgendjemand lügt. Die Frage ist, wer? Aber haben sie schön gemacht hier, ne? Mit den Kerzen hier überall so schön aufgestellt. Haben sie echt schön gemacht, das muss man einfach mal sagen. So. Ah, okay, wir haben eine Notiz.
Interessant. Das ist cool, das geht mit dem Nachtsichtgerät gar nicht. Das heißt, man muss da echt immer so ein bisschen aufpassen, was man wie dann macht. Aha. Mal ganz kurz, Notiz, was haben wir das gefunden? Lügen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten? Die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an MKUltra, CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Ach so, okay, wir sind bloß einen anderen Weg rumgelaufen. Es gibt praktisch zwei Wege rumzulaufen. Ich bin den längeren gelaufen. Ich mache mir hier ganz kurz. Ja. Na, Glückwunsch. Mich verarschen jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, das ist doch nicht wahr. Alter, das ist doch nicht wahr. Was? Das wollte ich gar nicht. Was? Ich wollte drüben lang krabbeln. Warum hat das nicht geklappt? Okay, so. Ah, jetzt macht er das. Okay. Ja, du auch, Hugo. Alter, ich... Ist da unten irgendwas? Nee, ne? Die Tür ist bestimmt eh zugesperrt. Na dann. Geronimo! Glückwunsch. Na, Glückwunsch. Was? Ziel, du brauchst deinen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Das ist doch nicht wahr. Was? Wo muss ich jetzt lang? Muss ich jetzt da oben lang hier, oder? Okay, ich muss da runter auf jeden Fall. Ich muss da runter, glaube ich. Befürchte ich fast. Oder? Muss ich da jetzt runter? Ich weiß es gar nicht. Alter, ist das mies gerade. Das ist echt ein bisschen mies, muss ich sagen. Das finde ich... Finde ich gerade echt nicht nett. Vor allem, ich bin so... Weißt du, ich bin halt froh, dass ich den Typen jetzt ausgewichen bin. Und was jetzt? Jetzt muss ich doch noch hier runter die Camp suchen. Ich kann wenigstens Batterien mitnehmen, glaube ich. Kann ich Batterien mitnehmen? Ja, kann ich. Danke dir übrigens, Cooper. Und guten Abend.
Ich will nicht mehr. Was, wo muss ich denn jetzt hin? Ich sehe nichts. Das ist so mies, dass er seinen Camcorder verloren hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier Schritte höre oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich schleiche jetzt einfach mal ein bisschen. Aha. Alter, das ist echt gerade ein bisschen mies. Da ist doch gerade jemand, oder nicht? Kann ich mich hier verstecken? Nee, ne? Ich weiß doch ganz genau, dass da jemand ist. Ich höre doch was. Vor allem, mich verfolgen diese... Ah, okay. Vor allem, mich verfolgen diese zwei Spacken da einfach. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten ist, glaube ich, zu, ne? Ja, da ist überall zu. Da komme ich nicht weit. Also muss ich da lang. So, da ist schon wieder so ein Hindernis. Das heißt, da kommt schon wieder gleich irgendwas. Was? Ich glaube, das war der Wallrider wieder. Kann das sein? Boah, Alter, ich... Dieses Spiel macht mich fertig. Dieses Spiel macht mich einfach nur fertig. Komme ich da durch? Nö. Jagd. Oh, Alter. Alter, leck mich fett. Das ist doch nicht wahr. Alter, ich... Oh. Springt der Penner mich einfach an? Ich glaube, es hackt. Alter, wo ist mein verdammter Camcorder? Wo ist mein verdammter Camcorder? Das kann doch nicht wahr sein. Puh, Alter. Was? Da ist doch hundertprozentig was. Ich weiß es genau, da ist irgendwas. Wenn ich jetzt rüberspringe, ist da irgendwas. Aber ich sehe nichts. Irgendjemand hat meinen Camcorder gefunden. Finde einen Weg in den zweiten Stock. Weiß! Es war so klar. Leck mich am Arsch, es war so klar. Alter, leck mich am Arsch. War ich hier richtig? Ja, ne? Ich muss hier, glaube ich, hin. Oder nach links, glaube ich. Wieder hier rein. Achso, ich komme hier gar nicht mehr hoch, oder wie? Komme ich hier hoch? Ah ja, ich komme hier hoch. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, es hat geklappt. Alter, ich... Ich war mir echt nicht sicher, ob das klappt, dass ich da wieder hochkomme. Boah, Alter, ich... So, ist die Frage, bin ich hier richtig oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht, oder ob ich unten lang muss. Das weiß ich gar nicht. Ich bin mir da echt unschlüssig, ob ich jetzt unten lang gemusst hätte irgendwohin oder ob ich hier richtig... ob ich hier richtig bin. Also praktisch da, wo die Kamera war. Komme ich hier irgendwie hoch?
Ah ja, da komme ich hoch. Sehr gut. Okay. Oh, Gott sei Dank. Neues Ziel, finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Okay, da ist nichts. Ja, das wäre mies geworden ohne Licht tatsächlich, also ohne Camcorder. Achso, er hätte mir auch einfach die Tür hier aufsperren können. Das wäre viel einfacher gewesen. Aber nö, ich muss ja den langen Weg außen rum gehen. Katastrophe, echt. So. Ich lade mal ganz kurz die Batterie neu auf. Was? Warum fällt hier alles auseinander? Ist da oben irgendwas? Ich will mal ganz kurz gucken, ob da oben irgendwas ist. Ein Dokument oder Batterien oder sonst irgendwas. Nö. Was ist denn das hier für eine Bruchbude? Gleich mal beim Bauamt anschwärzen hier die Leute. Okay, das war so eigentlich nicht geplant, aber okay, hat funktioniert. So. Hallo? Tust du mir was? Only one way out. Only one way. Ein Zyklop. Ja, bin schon weg. Geh schon. How do you know you're not a patient? Weil ich von außen komme. Cool, die Kamera hat einen Sprung jetzt. Das ist toll. Es ist sehr gut, dass die Kamera einen Sprung hat. Finde ich super. Ich bräuchte mal eine neue Linse hier. Aber es ist echt gut gemacht, dass die jetzt halt auch tatsächlich dann wirklich kaputt ist. Und halt den Sturz auch nicht unbeschadet überlebt hat. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen Panik, muss ich gestehen. Er speichert hier nochmal. Da kommt doch jetzt gar gleich bestimmt wieder irgendeine beschissene Stelle. 100 Pro kommt ja gleich wieder irgendwas Beschissenes. Oh toll. Der dicke Klumpatsch ist wieder da. Kann ich mich hier... Da ist schon wieder der riesige Fettklops einfach, der mir wieder nach mir sucht. Oh, den kriege ich auch nicht mehr. Den kriege ich, glaube ich, auch nicht los. Ja, ja, ich hab's gesehen. Es ist, Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Geh weg. Geh weg. Geh mal in die Küche, da ist noch ein Steak für dich. Einfach Steak essen. Lass mich in Ruhe. Ich speck nicht gut. Okay, also wenn er mich doch erwischen sollte irgendwie, dann kann ich zumindest durch die Ding durchrennen. Also durch den schmalen Weg da hinten. Alter, das ist echt, dieses Spiel ist echt fies bis zum Umfallen. Okay. Ich will mal ganz kurz warten, weil ich wissen will, wie er die Wege abläuft. Das kann ich momentan nämlich noch nicht sagen. Ich will nur wissen, wie er das halt abläuft alles, ob das alles passt. Läuft jetzt wieder nach rechts oder läuft jetzt nach links? Okay, er läuft immer da lang. Ah! Alter, verpiss dich! Alter, geh weg! Was? Toll. Das hat nicht so gut geklappt. Ich dachte, ich habe genügend Zeit, weil ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich würde gerne ein paar Minuten oder ein paar Sekunden zumindest laufen, ohne dass ihr mich erwischt.
Ich will ganz kurz hier hinter, nur damit die Musik aufhört.